Herzlich willkommen bei den neuen WinTV-Nachrichten. Heute vom Augarten. Da haben wir es uns heute gemütlich gemacht an diesen schönen Sommertagen. Ich bin die Vicky. Und ich bin der Soli und wir berichten euch von Ereignissen abseits von Brexit, Europameisterschaft im Fußball und dem Donauinselfest. Mein Ball. Leg das selber an, so was nicht. Am 11. Juni haben die Identitären zu einer Demo aufgerufen. Die Demo sollte gehen vom Märzpark bis Schönbrunn. Es gab auch eine Gegendemonstration dagegen. Und zwar wurde sie aufgerufen von der Offensive gegen Rechts und der Plattform Radikale Linke. Wie weit sind es denn kommen, Vicky? Also auf jeden Fall haben sie es verhindern können, dass dieser Demozug bis zum Schluss ausgeführt wurde, denn sie schafften es nur bis zum Westbahnhof. Was man beobachten konnte, war, dass überhöhte Polizeigewalt vorhanden war, Stichwort Pfefferspray, und leider gab es auch viele Verletzte. Mehr dazu im Beitrag. Mein Eindruck von der heutigen Kundgebung ist, dass es einen vollkommen überzogenen Polizeieinsatz gegeben hat. Der rechtsextreme Pöbel, der sich am Märzplatz getroffen hat, hätte überhaupt nicht durch diese Stadt ziehen brauchen. Man hätte aus verschiedenen rechtlichen Gründen diese Kundgebung beenden können. Wir wollten ihnen die Straße nicht überlassen, wir werden ihnen auch zukünftig die Straße nicht überlassen. Und zum Polizeieinsatz kann ich im Augenblick nur sagen, er war völlig überzogen und aggressiv. Und da sind wirklich noch einige Fragen, vor allem seitens des Polizeipräsidenten zu beantworten, wie das mit der Einsatzleitung funktioniert hat und vor allem über diesen massiven Pfefferspray-Einsatz. Und jetzt kommen wir zu einem freudigen Ereignis, weil am 18. Juni hat wieder mal die Regenbogenparade stattgefunden. Und diesmal gab es auch ein Jubiläum zu feiern, nämlich 20 Jahre. Viele bunte und tanzende Menschen gingen gegen den Uhrzeigersinn den Ring entlang. Es wurde ein Zeichen gesetzt für die Gleichstellung von homosexuellen, bisexuellen, transgender und intersexuellen Personen. Soli, was hat es an diesem Tag eigentlich noch gegeben? Naja, gleichzeitig haben Gegendemonstrationen stattgefunden. Und jetzt muss ich ehrlich gestehen, die waren so skurril, ich werde jetzt den Zettel nehmen und auch die Brille aufsetzen, weil sowas lese ich doch sehr selten im Normalfall. Also die Gegendemonstration wurde von einer Plattform für die Familie und nannte sich dann Marsch für die Familie. Gesprochen haben dort Vertreter von den
Parteien der FPÖ und der ÖVP, Menschen, die sich den Identitären nahezählen, und ein gewisser Markus Franz, der parteifrei im Nationalrat ist. Wir haben unseren Bericht und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir von der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative, kurz die Partei, sowie von der Religion, kurz für die Religion für ewiges Leben, innerfamiliären Geschlechtsverkehr, irgendwas mit göttlicher Offenbarung und Nächstenliebe, sind heute hier, um für unsere Parteipolitik zu werben. Das Schild dort sagt schon alles: Make love, not children. Heute einstehen, ist das Leben, ist die natürliche Ordnung, aus der wir alle entstanden sind. Diese Wahrheit ist die Familie, die aus Mann und Frau und deren Kindern gebildet wird. Am 20. Juni war der Weltflüchtlingstag. An diesem Tag fand der Umbrella March statt. Viele Menschen mit bunten schützenden Schirmen wollten ein Zeichen setzen und kamen zur Demonstration. Ziel ist eine klare, solidarische, menschliche Flüchtlingspolitik. Wir haben Bilder für euch und die könnt ihr euch jetzt anschauen. Okay, alle. 20. Juni ist Flüchtlingstag. Deswegen fand auch heuer wieder der Umbrella-Marsch statt. Mit aufgespannten Regenschirmen in den Händen setzen die Teilnehmer ein klares Zeichen. Ein klares Zeichen für eine menschliche und solidarische Flüchtlingspolitik. Die aktuelle Politik der Abschottung schürt Ängste. Dadurch werden den Bürgern Grenzkontrollen schmackhaft gemacht, sowie rigorose Kürzungen von Sozialleistungen für Flüchtlinge. Heute ist der Umbrella-Marsch, einmal mehr darauf aufmerksam machen, dass gerade 23 Millionen Menschen auf der Flucht sind vor Hunger, Verfolgung und Tod. Und gleichzeitig wird bei uns in Österreich, so wie letzte Woche, die Mindestsicherung von anerkannten Flüchtlingen in Oberösterreich auf die Hälfte reduziert, was ich schlichtweg schäbig finde. Dann noch zu sagen, die Leute sollen von dem wenigen Geld, mit dem wenigen Geld auskommen. Und das ist ein weiterer Schritt, zunehmend unser Sozialsystem zu zerstören, ein weiterer Schritt, Flüchtlinge zu benutzen, um neoliberale Politik zu machen, und dagegen müssen wir aufstehen, immer und immer mehr. Und jetzt sind wir konfrontiert mit dem Gegenschlag der Festung Europa sozusagen. Wir sind auch konfrontiert mit einem beispiellosen Angriff auf den österreichischen Sozialstaat, der gerechtfertigt wird mit den Flüchtlingen, eine klassische Ablenkungstaktik des Staates, der einsparen will, der die
bedarfsorientierte Mindestsicherung kappen will für alle und die Flüchtlinge vorschiebt. Das gelingt nicht, wenn man mit Menschen spricht, mit Gewerkschaftlerinnen und Gewerkschaftern, sieht man, dass diese Ablenkungstaktik nicht aufgeht. Man sieht, dass viele gesellschaftliche Probleme jetzt anlässlich der Flüchtlinge erneut diskutiert werden und dass wir gemeinsam mit den Geflüchteten, mit unseren neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgefordert sind, für diese gesellschaftlichen Probleme gemeinsame Lösungen zu finden. Unser nächster Beitrag handelt von der Aufbruch-Konferenz. Diese fand am 3. und am 4. Juni in Atzgersdorf statt. Aufbruch ist ein linkes Bündnis von Gewerkschaften, Umweltgruppen und feministischen Organisationen. Es geht ihnen vor allem um die soziale Sicherheit und um ein menschenwürdiges Leben für alle, wie sie immer wieder betonen. Und mehr dazu seht ihr im folgenden Beitrag. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir, Sandra Stern, Rami Tagian und Alexandra Strickner begrüßen euch recht herzlich zur Aufbruch-Aktionskonferenz hier im F23. Freude, dass so viele gekommen sind, ist unglaublich. Wir sind überwältigt, dass so viele hierher gekommen sind heute, dass auch morgen noch viel mehr kommen werden und dass es so ein großes Interesse für die Aufbruch-Aktionskonferenz gibt. Bisher gab es ja den Aufbruch, der auf der Website steht und zu wo wir eingeladen haben, zu dieser Konferenz zu kommen. Die Aktionskonferenz ist jetzt der erste Schritt, diesen Aufbruch, den wir vorschlagen, Wirklichkeit werden zu lassen, diesen ersten Schritt gemeinsam zu beginnen. Es sind nicht nur viele Menschen, es sind viele Menschen, die seit Jahren, manche seit Jahrzehnten politisch aktiv sind, manche haben aufgegeben, manche fangen gerade erst an. Wir haben mit Sicherheit so unterschiedliche Hintergründe, wir haben unterschiedliche Lebensrealitäten und wir haben mit Sicherheit unterschiedliche Ansichten. Und auch das ist großartig. Es ist eine dunkle Zeit mit Arbeitslosigkeit, Sozialkürzungen, Entdemokratisierung. Und da muss wieder Licht rein. Deshalb gibt es den Aufbruch. Wo Aufbruch, wo so aufbricht, da kommt Licht herein. Und auch für uns neue Umgangsformen, mal zu verlernen, was man uns auch an Wettbewerbsdenken, an Vereinzelung eingetrichtert hat, das wieder zu verlernen. Eine Frau wie ich, die schon seit vielen Jahren täglich klar machen will, dass eigentlich linke Politik die Antwort ist auf unsere Frage und auf unseren Wunsch, ein schöneres Leben für uns, ein gutes Leben für uns alle zu haben, ja, ist dieser Prozess hier ganz toll. Wir müssen in den Mittelpunkt stellen, wie es anders geht, wie ein gutes Leben für alle möglich werden kann. Kurz gesagt, wir müssen die soziale Frage neu stellen. Wir müssen gemeinsame, solidarische Antworten auf sie finden. Außer uns wird das niemand tun. Was wir bisher tun, reicht nicht, um der Gewalt des Rechtsrutsches und der autoritären Wende etwas entgegenzusetzen. Das soll ein Projekt sein, bei dem es darum geht, Politik wieder selber in die Hand zu nehmen. Ein Projekt, das die Verteilungsfrage, sozialen Fragen wieder in den Mittelpunkt stellt und Politik an Orte bringt, wo schon lange Politik aufgegeben hat, hinzugehen. Ich bin Mosaik-Redakteurin und als wir Mosaik initiiert haben, dann ist ganz klar gewesen, und das relativ schnell, dass es nicht reicht, linke Debatten abzuzeichnen im Internet, linke Positionen sichtbar zu machen, sondern dass es auch sich lohnt, dafür zu kämpfen und dass wir uns organisieren müssen, dass wir dafür möglichst viele Menschen zusammenholen müssen. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen uns nicht einfach organisieren zum Selbstzweck, sondern wir wollen was durchsetzen, wir wollen für Leute konkret einen Unterschied machen. Es ist gar kein Widerspruch, in einer Organisation zu sein, bei einer Initiative dabei zu sein, eine Kampagne zu haben, die ein einzelnes Thema versucht durchzusetzen, ein einzelnes Thema versucht in die Öffentlichkeit zu bringen.
Wichtig ist, dass wir die Erfahrung aus diesen unterschiedlichen Projekten, die Erfahrung, die unterschiedliche Teile der Linken machen, zusammentragen. Es gibt ein Überthema und das ist, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Das ist der gesellschaftliche Reichtum, den wir alle gemeinsam erarbeiten, der wird von nur einem kleinen Teil abgezogen, von einem kleinen Teil, ein kleiner Teil profitiert davon. Der Vorschlag ist, dass wir das Thema Wohnen, das Thema Arbeit und die Themen Gesundheit und Soziales als den dritten Block hernehmen und an diesen Beispielen zeigen, warum wir uns die Reichen nicht mehr leisten können. Vision ist, dass sich Leute in Politik involvieren und beginnen, sich in ihre eigenen Angelegenheiten einzumischen. Das heißt, ich glaube, unsere Kritik, wenn es um den Rechtsrutsch geht, die muss woanders ansetzen. Die muss auch bei der FPÖ ansetzen, die muss aber auch zeigen, dass Regierungspolitik längst rechte Politik ist, dass die rassistische Politik macht. Und dass wir dagegen aufstehen müssen. Also ich finde, Aufbruch ist ein super Motto, insofern, weil ich der Meinung bin, dass die Linke in Europa und in Österreich im Speziellen oftmals wenig trennt. Heute war das Wichtigste für mich noch, was gesagt wurde, ein Zitat von Rosa Luxemburg, wo es darum geht, die Leute nicht als Verführte zu betrachten, die irgendwie zu dumm, die dummen Massen oder so sind, sondern die Leute zu verstehen, in ihren Ängsten diese Ängste ernst zu nehmen, ihnen zu sagen, ja, diese Ängste sind legitim und zu sagen, hey, es gibt auch andere Strategien, um gegen diese Unsicherheit vorzugehen. Also ich stelle mir vor, dass die Menschen sehr viel besser leben können, sehr viele Menschen besser leben könnten und eine Zukunft hätten, wenn sie dafür kämpfen, bedingungsloses Grundeinkommen vom Lebensanfang bis zum Ende haben und von daher unabhängiger werden und freier werden und mitsprechen können, um auch zum Beispiel solche Dinge, die ihnen wichtig sind, durchzusetzen. Möchtest du auch noch irgendwas dazu sagen? Ja, also es ist das bedingungslose Grundeinkommen nach meiner Auffassung ein Baustein, der es ermöglicht, eine Gesellschaft ein bisschen zu verändern. Dadurch wird auch die Schere kleiner zwischen Arm und Reich und es wäre sozusagen ein doppelter Erfolg allein mit dieser einen Maßnahme. Und viele gibt es natürlich, die man vom Aufbruch her sich erwarten oder hoffen kann. Und deshalb ist Aufbruch kein Projekt wie jedes andere. Und nun zu unserem letzten Beitrag. Wie ihr wisst, kämpfen im Irak die kurdischen Peschmerga gegen den Islamischen Staat. Sie haben ein Video produziert, wo sie die Welt um Solidarität bitten. Den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. My name is Captain Rabin Rosberny. I'm in front line on Tel Aviv. We are about 1.5 kilometers from Daesh. We are here to protect our country against Daesh. Daesh became the worst terrorism organization in the world, and we fight them here. And for our frontline, you see the daily we have attack by mortar and sometimes by chemical weapons. We need mask gas and sweet dress for protect our soldiers from chemical attack. Also, we wait from the Western country to help us for continue war against Daesh, and we need guns, more guns. We get some weapons and heavy weapons and anti-tank, but it's not enough. We need more from another country. Other country, they must send us weapons and guns and ammunition for continue war against Daesh. Thank you.
Das waren die Nachrichten für dieses Mal. WinTV verabschiedet sich mit Vierte, bis bald! Manchmal kommt es halt vor, dass man so viel Stress hat und sogar vergisst, eigene Beiträge bei der WinTV-Redaktion einzureichen. So ist mir das leider passiert, aber wir wollen euch diesen Beitrag nicht unterschlagen. Deshalb hier eine Selfie vom Handy gefilmte Anmoderation für den Beitrag von der Feministischen Tischgesellschaft. Die hat stattgefunden am 4. Juni auf der Marie-Hilfer-Straße. Dort haben sich über 40 Frauenorganisationen zusammengefunden, um für feministische Werte und Gleichberechtigung und Anerkennung auch im 21. Jahrhundert ist es noch nicht selbstverständlich zu kämpfen. Was genau alles passiert, seht ihr im nächsten Beitrag. Die 20.000 Frauen gibt es seit 2011. Anlass war das Frauenwahlrecht, was 100 Jahre zuvor, also 1911, in Wien das erste Mal realisiert worden ist und wo damals 20.000 Frauen auf der Straße waren. Und das war so unsere Initialzündung, zu sagen, wir nennen uns 20.000 Frauen und haben dann eine Demonstration organisiert. Da waren dann auch über 10.000 Frauen dabei. Das war 2011. Und seitdem gibt es die Plattform 20.000 Frauen. Und wir machen so Interventionen im öffentlichen Raum. Und seit 2 Jahren machen wir die Feministische Tischgesellschaft auf der Maria-Hilfer-Straße. Heuer haben sich über 40 Frauengruppen und Organisationen beteiligt, die gestalten ihre Tische und heuer stand diese Tischgesellschaft im Zeichen der Flüchtlingsfrauen, die wir willkommen heißen und die wir auch bewirtet haben mit Schafskäse und Gemüse und Fladenbrot. Und wir haben zwischendurch tolle Aktionen heute gehabt. Dieses Dai-In war zum Beispiel sehr beeindruckend. Krieg, er ist nicht tot, der Krieg. Er liegt dort unterm Apfelbaum und schläft noch, der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg. Heuer ist die Tischgesellschaft auch im Zeichen des Friedens, der Friedenssicherung gestanden. Deswegen haben wir auch die ganzen Parzefahnen hier aufgehängt gehabt und haben auch so Aktionen mit den Trommlerinnen gemacht, wo wir die Fahnen geschwenkt haben. Und es geht eigentlich darum, dass wir feministische Forderungen öffentlich machen und mehr Menschen ansprechen, warum es notwendig ist, feministisch unterwegs zu sein. Der Plan wäre eigentlich gewesen, auch ein bisschen so über Arbeitsbewertung natürlich zu reden und eben die typischen Frauenbranchen als die tendenziell Unterentlohnten herauszuarbeiten. Wir haben eben ein sehr breites Feld. Sie können da bei uns auch einen Infofolder sich holen. Wir haben auch eine App, das man runterladen kann, wo man recht schnell weiß, welche Diskriminierungsgründe wir alle verfolgen. Aber heute haben wir uns gedacht, werden wir wieder ein Thema in den Vordergrund stellen, nämlich das Thema gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit. Was ich Sie einladen möchte, ist zu einer kleinen Straßenaufstellung. Und zwar geht es darum, dass ich Ihnen Fälle vorlesen werde, ganz kurze, kleine Fälle. Und ich gern von Ihnen haben möchte, dass Sie sich entscheiden, ist das Diskriminierung, ja oder nein? Also das heißt eine Zulage, die körperliche Arbeit hoch bewertet. Und in dem Betrieb ist es so, dass dort meistens die Männer arbeiten. Und dort, wo die Frauen arbeiten, wo es feinmotorische, sehr monotone Tätigkeit gibt, dort gibt es keine Zulage. Ist das Diskriminierung? Ja? Er sagt, vielleicht, also ich weiß nicht, was du kannst, sagst nein. Ja? Also da geht es um das Thema gleichwertige Arbeit. Ja?
Und schwere Arbeit, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es ist beides wahrscheinlich schwere Arbeit. Das eine, weil es körperlich anstrengend ist und das andere, weil es sehr monoton und feinmotorisch ist. Dort, wo es vielleicht ähnliche, also schwere Bedingungen gibt, aber dort keine Zulage ist, dann kann das durchaus Diskriminierung sein. Es müssen überhaupt nicht dieselben Tätigkeiten sein. Also auch in solchen Fällen sich bitte an die Gleichbehandlungsanwaltschaft zu wenden. Wir sind eine private Frauengruppe, Freundinnen, die einen islamischen Tisch hier auf der Tischgesellschaft haben, einfach um den Leuten den Islam näher zu bringen, um ihnen die Angst zu nehmen vom Islam, dadurch, dass so viel Hetze zurzeit passiert. Ja, genau. Und haben hier verschiedene Infomaterial da, Kalligrafie haben wir angeboten, Kopftuchanprobe auch. Genau, das sind wir. Okay, ich war heute für die Anschläge da, das feministische Magazin. Wir haben uns an der Tischgesellschaft beteiligt mit dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen und hatten unsere Feminist Superheroines mit, also feministische Kämpferinnen für Frieden und gegen Militarisierung und für Menschenrechte. Und für uns als feministisches Magazin ist es wichtig, uns daran zu beteiligen und auch Frauengeschichte sichtbar zu machen und ihre Kämpfe. Supermann.